Rend. Slaughter. Devour your enemies. There is no other way to survive. You cannot escape your hunger. Warriors of Purgatory. Ja, hallo und liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Test Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Ja, ich habe mir das Spiel zusammen mit meinem lieben Kollegen Blaze ausgesucht, der heute auch mit dabei ist bei diesem Let's Test. Hallo Blaze. Ja, hallo Dreambird. Ja, und ich weiß, weg mal, hallo, kein Vorspann mehr, das hatten wir eben schon. Ich weiß über das Spiel eigentlich überhaupt nichts. Außer das, was auf der Rückseite von dem von der Hülle steht. Für die das jetzt kennen, das Spiel. Ich drücke erstmal einen Knopf hier, so. Ja, ist das jetzt nichts Neues, aber ich lese das für die, die es auch nicht kennen, mal kurz eben nochmal vor, weil es, wie gesagt, alles ist, was ich über das Spiel weiß. Und dass es nicht einfach sein soll, habe ich auch gehört. Ist wohl ein Rollenspiel. Blaze kennt das, glaube ich, auch nicht. Ist richtig, Blaze? Also, ich habe davon das Einzige, drüber noch einen Knopf, das Einzige, was ich davon gehört habe, ist, dass es davon auch mal eine Online-Version sogar in deutscher Sprache gegeben haben soll. Mhm. Und ja, das Einzige, was ich davon halt noch kenne, ist halt den Namen, und es hat mich schon ewig mal interessiert, wie das Spiel funktioniert, aber naja. Das werden wir jetzt erfahren. Ich lese nochmal ganz kurz vor, was hier steht. Also entdecke die Welt des Junkyard und sei hautnah dabei, wenn sich rivalisierende Stämme einen endlosen Machtkampf liefern und um den Aufstieg ins Nirvana wetteifern. Ein mysteriöses Licht hat, wie heißt der Typ, Serf und seine Mannen für immer verändert, denn sie besitzen nun die Fähigkeit, sich in mächtige Dämonen zu verwandeln. Knopf drücken. Allerdings, ja, Knopf drücken, ich weiß. Allerdings fordert diese Gabe auch ihren Tribut, denn sie verspüren auf einmal den unersättlichen Drang, ihre Feinde zu verschlingen. Klingt ziemlich gemein. Und ja, ihr seht, es ist in Englisch, aber wir werden versuchen, das ja, so möglichst zu übersetzen. Schauen wir mal. Und ich fange jetzt einfach mal an, bevor wir groß weiter rumlabern, und schauen uns mal den Vorspann an. Okay, das ist hier die übliche Warnung, dass das alles nur Fiktion ist. Das kennt man ja aus Filmen auch.
wir können nicht zurückgehen. Ich weiß jetzt. Wenn... Okay, das geht zu schnell. Sorry, Leute, aber das können wir nicht übersetzen. Das geht zu schnell. Ich habe noch niemals etwas derartiges gesehen. Harley ist present. Harley ist da. Keine Daten. Jo. New recruits are always available, but a leader is irreplaceable. Neue Rekruten sind immer da. Okay, es geht auch zu schnell. So schnell kann man es nicht. Neue Rekruten sind immer da, aber Anführer weniger. Ja. Und vergiss es nicht. Mächtig zur Sache. Jo. Warning to the Vanguards. Remove the unidentified object at coordinates 2314-5873. Failure to comply will be deemed an act of war. Warning to the Embryo. Remove the unidentified object at coordinates 2314-5873. Failure to comply will be deemed an act of war. Okay, die sollen da irgendwas entfernen, weil es sonst als Angriff gewertet wird. Wahrscheinlich genau das Ding. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die da jetzt... Was ist das? Eieiei. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werden die jetzt gerade zu den Dämonen. Controller hat vibriert bis zum geht nicht mehr. Sag mal, welche FSK hat das Spiel eigentlich? 12. Nein, jetzt ernsthaft. Ja.
Ach du meine Güte, was wollen die den armen Kindern mit dem Spiel antun? Was ist passiert? Wo sind die Eindringlinge? Meine Brust brennt. Leader. Führer. Schon im Vorspann gesehen. Any thoughts? Irgendwelche Gedanken? I feel like I've met this girl before. Komisch, ich denke, ich fühle es so, als ob das Mädchen schon mal getroffen hätte. Ich will mehr über sie wissen. I'm sure you feel the same, Surf. Ich bin sicher, du fühlst genauso, Surf. Okay. Langer Vorspann. Oh ja. Jo, das ist ja typisch bei so Rollenspielen. Muladhara. Heat, how is she? Still sleeping. Heat, wie geht's ihr? Sie schläft noch. Who could she be? Wer könnte sie sein? The woman is not our concern. Diese Frau geht uns nichts an. The ramifications of the battle are unclear. Ramifications. What are these markings? Was sind das für Zeichen? Our priority is to clarify the situation. Unsere Priorität ist es, die Situation zu abzuklären. I will go to the Vanguards. To the Vanguards territory? Ich gehe zum Territorium der Vanguards. I will. Ja, werde ich. They may have an answer for us. Vielleicht haben sie Antworten für uns. Surf and I will go. Surf und ich werden gehen. Und noch einer. The rest will stay and guard the base. Die anderen bleiben hier und bewachen die Basis. I will go. Ich werde gehen. I want an explanation. Ich möchte eine Erklärung. Die möchte ich auch. Okay, und wir könnten uns jetzt zum ersten Mal bewegen. Und ich muss noch mal ganz kurz, weil ich das leider vorhin vergessen habe. Nee, das ist es nicht. Ach, jetzt komme ich nicht mehr in die Optionen, ne? Nein. Ich wollte nämlich die Musik noch ein bisschen runter machen, aber... Verdammt, okay. Naja, dann musst du es halt machen wie beim letzten Mal. Und wie habe ich das gemacht? Dann machen sie eine kurze Pause, dann erkläre ich ihnen nochmal, wie sie machen haben und so. Hä? Ja, wenn du den Sound leise haben willst. Ach so, ja, nee, alles klar. Leute, wir melden uns gleich wieder. Da sind wir wieder und ich hab den Sound etwas runtergedreht. So, sprechen wir nochmal die Frau hier an. Agila heißt sie.
I have not felt well since we returned. Mir ist es nicht besonders gut gegangen, seit wir zurückgekommen sind. Okay. Wer bist du? Noch eine Dame? Das ist eine Dame, ja, ne? Cielo. Ich glaube schon. Your turn. I feel like I have met her before. Ich fühle mich, als hätte ich sie vorher schon mal getroffen. Aguila shares this sentiment. Ja, Aguila fühlt... Ja, Aguila ist derselben Auffassung. Okay, was sagst du hier? Do not concern yourself with the girl. Our only concern should be reaching Nirvana. Also, macht ihr... Es ist mit dem Mädchen, das ist jetzt nicht so wichtig. Unser einziger, worum wir uns kümmern sollten, ist, das Nirvana zu erreichen. So. Ah. Harley is still alive. Harley lebt noch. He was present when she appeared, so he may know details about this girl. Er war anwesend, als sie auftauchte, also könnte er Details über das Mädchen wissen. Okay, gibt's hier denn noch was, was wir uns näher anschauen können? Mal gucken. Nö, sieht nicht so aus. Ich werde mir mal das Menü anschauen. So, Items. Okay, wir haben hier Level 1, ist klar. Ammo, also hier geht es tatsächlich sehr modern zu mit Gewehren und allem Pipapo. Das könnte ein interessantes Spiel werden. Ja, Grafik finde ich auch schon mal recht angenehm. Okay, hier geht's nicht raus. Hier geht's raus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist hier was? Wer bist du? Aha, ein Mitglied von Embryon. Unknown objects have been appearing ever since the light floats through the junkyard. Okay, unbekannte Objekte sind aufgetaucht, seit das Licht durch den Junkyard geflogen ist. Or when you approach the objects, items and equipment appear. Aha, wenn du diese Objekte erreichst, dann erscheinen Gegenstände und Equipment. If you see one, you should probably take advantage of this anomaly. Wenn du eins siehst, solltest du von dieser Anomalie Gebrauch machen. Alles klar. Dann gehen wir mal in einen anderen Raum rein. Was haben wir denn hier? Inspizieren. Ein merkwürdiges Objekt liegt auf dem Flur. Berühren? Jo, machen wir mal. Klar, wir sind ja so, wir fassen immer alles an, egal wie es aussieht. Okay, wir haben einen Revival Beat. Eine, ja, das ist eine Feder, ne? Beat ist eine Feder, glaube ich. Sowas in der Richtung. Die einen wiederbelebt. Ach so, ja. Genau, Revival, Wiederbelebung, ja, müsste passen. Müsstest, glaube ich, denke mal, mit dem anderen Analogstick die Richtungen verändern können. Ja, richtig. Ich fand mich gerade verwirrt ein wenig. Da sind wir hergekommen? Genau, von da dreht ein bisschen langsam die Kamera, finde ich. Ob man das noch umstellen kann. Kameramodus? Nee, kann man nicht. Die Geschwindigkeit kann es nicht verändern. Okay. So, wir wollen uns jetzt mal nicht so ewig mit jedem hier aufhalten, weil wir wollen ja ein bisschen im Spiel vorankommen, damit wir euch ein bisschen was zeigen können. Und uns selber sozusagen noch. Hier ist nichts. Ja, also wir machen maximal eine Stunde, ist klar. Das ist wohl ein Aufzug, ne? Nehme ich mal an. Weiß ich nicht, kannst ja mal davor gehen, dann steht da ja immer irgendwie was wegen dem Raum oder so. Ne, steht nur Open. Hier schläft jemand. Es ist das Mädchen mit dem schwarzen Haar. Sie scheint zu schlafen. Okay. Dann lassen wir sie schlafen. Sind wir mal so nett.
Sind wir mal so nett, ne? Wir sind ja höflich. Da ja, das haben wir, da waren wir schon. Okay, alles klar. Dann gehen wir doch mal zu dem Fahrstuhlteil da. Wenn es denn, ein Fahrstuhl ist. Wenn es ein Fahrstuhl ist, ja. Wenn da Fahrstuhl, doch, müsste. Nee, doch, doch nicht. Doch, oder? Nicht. Doch ein Fahrstuhl. Ne, doch nicht. Oh Mann. Was denn jetzt? Lagerraum. Na, witzig, dass man das erst so... Ach, ach, hier kannst du was kaufen. Alles klar. Was haben wir denn? Ach, 2000? Vendor heißt Geschäft. Ja, genau, richtig. Oder Verkäufer heißt es, glaube ich. Okay, hier können wir Rationen... Okay, wollen wir mal was kaufen? Kaufen wir mal... Ach, was wir haben so? Da schon 10 Stück mittlerweile. Also wir haben da schon 10 Stück und rechts steht Own. Ja, stimmt, du hast recht. Hier haben wir 1. Hier haben wir 0. Das ist, um Gift zu heilen. Das ist, um Versteinerung zu heilen. Da kaufe ich mal 2 und da so und da kaufe ich mal auch 2 so und hier kannst du noch alles mögliche andere heilen, Panik, Schlaf und Verzauberung oder so, Charme. Verführung, Charme oder nicht? Verführung, ja, auch 2-mal. Okay. Bei Ammo. Okay. Ja, gut. Damit. Einmal. Jetzt sind wir schon fast ausverkauft. Pleite, ja. Fängt ja schon mal gut an. Ja, wahrscheinlich war das jetzt auch übertrieben, was ich gemacht habe, aber okay. Egal. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich rechts. Genau. Oh, gehen wir mal da lang. Exit. Da stand sogar unten rechts auf der Karte. Okay, dann geht's jetzt hier hoch. Ah ja, jetzt sind wir in der Stadt oder so. Okay. Middle Layer. Okay, mittlere Ebene oder so wahrscheinlich. Hat die mehrere Ebenen. Wer bist du denn? Ach, das ist Argilla. Was? Mulatari ist Embryon's Territory. Ja, also diese Stadt hier, Mulatara, ist ja das Gebiet der Embryons. It is the smallest area sandwiched between the Vanguard and Meribald Sector. Ja, es ist der kleinste, also der das kleinste Gebiet und wird von Vanguard und also von dem Vanguard und Meribald Sector ja umgeben. Also wie sie schon sagt, wie so ein Sandwich ist es einfach dazwischen. So. Genau. Gut, ich will mal jetzt nicht so viel mit allen möglichen Leuten labern. Wir wollen mal ein bisschen was gucken. Hier kommen wir nicht drüber. Das Kampfsystem interessiert mich vor allem. Ja, mich auch. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Hier auch nicht. Was ist das? Gehen wir mal hier rein. Nee, hier waren wir aber eben nicht, oder? Mm-mm. Nee. Was ist das denn, eine Energiebarriere? A blue wall stands in the way. Surf cannot pass through it. Eine blaue Wand steht im Weg. Surf kann nicht hindurchkommen. Okay.
Ah, was haben wir hier? Ja, berühren bitte. Ah ja, jetzt bekommen wir das, was wir eben teuer gekauft haben. Das ist doch irgendwie meistens so. Ja, das ist richtig. Das ist ja nur ein Let's-Test hier. Wird ja nicht gespeichert und nicht weiter gespielt. Chakra Drop. Okay, was immer das ist. Das können wir ja mal kurz gucken, was Chakra Drop ist. SP Items, Tech Ring, nee. Ah, Moment, haben wir? Hä? Und dann, genau, würde ich einfach. Chakra Drop. Chakra Drop. Ah, 50 Magic Points werden wieder hergestellt. Gut. Okay, hier kannst du überall erstmal was abgriffeln. Wir klauen Leuten Sachen. Nein, diese Dinge sind hier einfach so aufgetaucht, aber auch mitten im Gebäude. Naja, gut. Ah, genau, das hat der ja vorhin erklärt. Da waren wir drin. Unten rechts die Karte zeigt dir immer, welche... Ja, okay, die Karte. Jetzt habe ich noch gar nicht so einen Blick drauf geworfen. Jetzt, da ist der Ausgang wieder. Gehen wir mal wieder raus. Jetzt hättest du auch noch im letzten Raum was abgreifen können. Eventuell. Da war noch ein Raum, den du nicht erforscht hast. Egal, wir wollen weiterkommen. Wir wollen hier was sehen. Aber anscheinend kommen wir hier noch gar nicht groß weiter. Und nach unten gehen. Ja, von hier kamen wir ja, ne? Ja. Gehen wir mal ganz geradeaus durch. Vielleicht bringt das was. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann müssen wir wohl irgendwas triggern. Müssen wir doch mal mit den Leuten reden vielleicht. Who is the person you brought here, sir? I've never seen that color hair. Wer ist die Person, die du hierher gebracht hast, sir? Ich hab, solch koloriertes Haar noch nie gesehen. Ich würde eher sagen, so eine Haarfarbe. Oh, sorry. Eieiei. So eine Haarfarbe noch nie gesehen, ich weiß. Gut. Wer bist du? Let them keep watch. We need to confirm information. Lass sie aufpassen, wir müssen die Information bestätigen. Okay, ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen. Wir sollten vielleicht doch nochmal in das Gebäude hier rein, weil sonst sehe ich keine andere Möglichkeit im Moment. Nein, ich auch nicht wirklich. Vielleicht geht's hier weiter. Vielleicht mit dem Typen rechts sprechen. Mit dem hier, ja. After the light, I woke up and that wall was there. Nach dem Licht bin ich aufgewacht und diese Wand war da. I have never seen such a thing. Ich habe noch niemals so ein Ding gesehen. Okay, ich auch nicht. Okay, wir waren hier noch nicht drin, ne? Wie du eben schon sagtest, aber hier ist nichts. Ironie, Zufall, nennt es wie ihr wollt. Jawohl, ja. Exit, nein. Aber dann können wir hier nichts machen, weil wir hier nicht weiterkommen. Merkwürdig. Dann vielleicht doch nochmal an den Anfang gehen, vielleicht müssen wir da noch irgendwas triggern sozusagen. Gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Eieiei, das fängt ja schon gut an. Ja, das ist aber normal bei mir. Es ist gleich am Anfang schon. Weil wir waren gerade aus, aber noch nicht in dem Raum. Ja, richtig, wir waren, das weiß ich, da waren wir noch nicht. LG Karma Terminal. Wahrscheinlich ist genau das, wo wir hin müssen. Vielleicht.
Okay. Okay, ach, hier können wir speichern. Okay. Ja. Hm. Später noch teleportieren und so. Also doch nicht das, was wir suchen. Nee, anscheinend doch nicht. Okay, speichern. So, mal schauen. Dann bringt uns aber auch nicht weiter Exit, hier irgendwie. Hier waren wir. Ich gucke mir das nochmal. Was war das nochmal? Das war der Shop, ne? Okay. Vielleicht doch nochmal mit allen reden. Na, das hatten wir schon. Im Anfang, in diesem Strategieraum hatten wir ja schon mit allen gesprochen. Mit allen, ja, mit allen, ne? Definitiv. Ja, richtig. Definitiv. Okay, ab jetzt ist dieses Let's Test ein Let's Fail mit Blaze. ja, wo könnte es jetzt weitergehen im Spielverlauf? Wir hätten eventuell draußen noch einen Charakter, den wir nicht angesprochen haben. Und zwar den neben Heat. Okay, dann ist bestimmt auch nur so ein Embryonen-Typ, aber egal. Na, wahrscheinlich. Den hier? Nee, ne? Nein. Den hatten wir angesprochen, aber den links daneben nicht. Genau. Everyone is acting illogically after being touched by the light. Jeder benimmt sich unlogisch, nachdem er von dem Licht berührt wurde. What is this strange mark? Was ist dieses fremde Zeichen? Ja, das war klar, dass der auch nur... Das ist doch nervig. Das, haben wir mit dem schon geredet? Ah, da stand was. Rechts. Ja, get on. Ah. Na, hier können wir drauf gehen. Alles klar. Hier kommen wir hier raus. Wuhu. Wir kommen nach oben. Doch, was übersehen. Ja, vier Augen sehen mehr als zwei. Stimmt nicht immer. Gut, wer bist du? Are you feeling any better? Well, is there anything you would like to know, sir? Fühlst du dich schon besser? Gibt's irgendwas, was du gerne wissen würdest, sir? About the tribes, about the junkyard, about the war. Okay. Naja, wird uns bestimmt jetzt einen halben Roman erzählen. Na, ich frage doch mal nach dem Junkyard. That's the name of this world we live in. Das ist der Name dieser Welt, in der wir leben. It is divided into seven areas. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Alina und Sahasrara. Tolle Namen. Das sind also die Länder, in denen diese Welt unterteilt ist. Noch was, Sir? Über die Völker. Es gibt sechs große Völker, die sich den Yard aufgeteilt haben und regieren. Die Embryon ist eine solche Gruppe. Wir folgen ihnen alle, Sir. Noch was, Sir? Aha, wir sind also so eine Art Anführer. Cool, über den Krieg. Wollte ich schon immer mal sein. Die Völker des Junkyards sind... Achso, bekämpfen sich alle gegenseitig, um über die anderen Völker zu herrschen, sozusagen. Also das ist ja ein ewiger Kampf. Und die Gruppe, die am Ende triumphieren wird, die bekommt, der wird es erlaubt, ins Nirvana einzugehen. Okay, das so erstrebenswert ist, ins Nirvana, aber... Das dachte ich mir auch. Okay. Das dachte ich mir auch gerade. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter, dann geht's nur hier weiter. Den haben wir kurz ansprechen hier, oder? Do you have adequate medical supplies, boss? Hast du adäquate medizinische Vorräte?
I'm low on supplies. No need to remind me. Du musst mich erinnern, oder ich bin... ja. Das ist gut zu hören. Pass darauf auf, dass du deine Heilen... dass du deine Wunden heilst, bevor du in den Kampf gehst. Okay. Cool. Ich find's lustig. Ja, das ist halt alles noch Tutorial hier. I see that you're departing for Svadhisthana. Ich sehe, du willst also nach Svadhisthana. The Vanguards are at an advantage. Be careful, Sir. Die Vanguards sind im Moment im Vorteil. Pass auf, Sir. Werden wir. Wir wollen jetzt hier raus. Genau. Ja. Area verlassen, bitte. Nichts wie weg. Ich will das Volk nicht mehr sehen. Okay. Ground cool, Zero. Ground Zero, ja. Okay, das ist das, wo wir am Anfang waren. Da können wir jetzt aber wohl nicht hin. Doch, können wir hingehen. Aber wir bringen. Wir gehen zum Territorium der Vanguards. Svadhisthana. Sieht doch schon gleich ein bisschen heller aus, finde ich. Something is wrong. Irgendetwas stimmt nicht. There are no guards. Keine Wachen hier sind hier. Hier sind keine Wachen. That works. Das wird funktionieren. Lass uns gehen. Okay, schauen wir mal. Jetzt gibt es bestimmt gleich Kämpfe. Okay, mit dem können wir nochmal reden. Achso, das ist Heat. Wir fürchten uns. Warum? Wir werden es bald herausfinden. Okay. Ach, das sind auch unsere Leute hier, ne? Ja. Ah, hier ist wieder was. Natürlich wollen wir berühren. Wir berühren alles, was man nicht anfassen soll. Soma Drop, okay. Okay, ich denke mal, uns bleibt nichts anderes übrig, als da reinzugehen. Aber ich will trotzdem nochmal hier in die Ecken gucken. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Okay, gut, gut. Dann nix wie rein da. Eingang. Entrance. Ah, die Basis der Vanguards. Ja, was heißt eigentlich Vanguard auf Deutsch? Weißt du das? Vanguards müssten ja sowas ähnliches wie Kämpfer sein, also so Wächter. Wächter, okay. Das ist das Terminal wieder. Gehen wir mal hier zuerst rein. Ja, alles hier schon irgendwie merkwürdig aus. Sehr verlassen sieht das aus hier. Aha, hier ist ein Ausrufezeichen. Was haben wir denn hier? Da ist ein Schalter. Aktivieren? Nein, keinsten. Doch, natürlich. Hey, wir sind in einem Rollenspiel. Wir müssen alles aktivieren, alles uns mitnehmen, was wir können. Ganz genau. So. Also wirklich. Dann gehen wir jetzt auch gleich da rein. Was haben wir denn hier? Da ist bestimmt ein Speicherpunkt. Das sieht schon so aus, ja. Das ist ein Speicherpunkt, definitiv. Karma Terminal. Okay, speichern wollen wir nicht. Oder sollen wir mal speichern? Ach, ich mach's ruhig mal. Nicht, dass wir gleich am ersten Kampf jetzt sterben und dann... Man weiß ja nie so genau. Ja, das sieht man dann ja, ne? Also von der Optik und so macht es jedenfalls schon einen guten Eindruck. Und ja, wie schwer es sein wird, das werden wir jetzt gleich sehen. Allerdings jetzt wahrscheinlich sowieso noch nicht, weil am Anfang ist jedes Rollenspiel leicht. Also die meisten.
Man kann ja gerne mal so erfragen, wer das Spiel gespielt hat. Richtig, also wer es kennt, der kann natürlich gerne drunter schreiben. Da oben war was. Seine Meinung und so weiter. Da oben war was, ja. Wir gehen mal hoch. Da hinten ist auch noch was, aber da komme ich jetzt so nicht... Doch, da komme ich hin, so rum. Holen wir uns erstmal das hier. Okay, diese Revival-Dingens. Und noch was. Alles mitnehmen. Alles einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Chakra Drop, ja. Wir hätten wahrscheinlich einiges nicht kaufen brauchen, aber gut. Naja, kann man nichts daran ändern. Nein. Und da geht es jetzt bestimmt storymäßig weiter, schätze ich mal. Sonst wäre da kein Speicherpunkt. Geräusche können von der hinter der Tür gehört werden. Aus dem Raum. Öffnen. Jawohl, wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Wir wollen ja noch ein bisschen was zu sehen bekommen, bevor wir jetzt aufhören. Don't come any closer. Komm nicht näher. No. Stay back. Bleib zurück. Esst mich nicht, bitte. Hä? Die haben alle Schiss. Harley, what are you saying? Harley, was sagst du denn da? You murdered them and ate them all. Ihr habt sie ermordet und alle gegessen. And then you devoured all of my men. That light, that weird light, shot right through us. And then everyone started freaking the hell out. Don't. Everyone started attacking each other. You ripped them apart with your bare hands. And then. Stop. Be quiet. God help me. Shut up. Ay ay ay. Wie sieht das denn aus? Okay, ja, das ist klar. Die haben nicht gewusst, was los ist. Die haben selber nicht gewusst, dass sie sich verwandelt hatten und alle massakriert hatten. Und die anderen haben zu Recht Angst gehabt. Und jetzt sind die auch irgendwie zu... irgendwelchen Monstern geworden. Okay, die runden Icons am oberen rechten Bildschirmrand zeigen dir die Nummer der Aktionen an, die deine Party machen kann. Und wenn keine Icons über sind, dann sind die Feinde an der Reihe. Okay, ja, wir sehen ja jetzt echt toll aus. Auf jeden Fall. So, wir können Entschuldigung jetzt hier für meinen kleinen Lacher gerade, aber der musste irgendwie sein, dass er gerade so lustig aus, wo die Frau sich verwandelt hat. Kein Problem. Wir greifen erstmal normal an hier. Ja klar, normal rundenbasiertes System hier. Jawohl. Dann nochmal. Und nochmal. Dämonischer Ghoul.
warten. Ja, ja. Wir versuchen es erstmal weiter mit normalen Angriff. Du kannst auch auf Kreis Auto machen, sehe ich da gerade. Ja, richtig, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Ja, man sollte es ja mal erwähnen, ne? Hab das schon gesehen, aber... Doch, ich probiere jetzt mal so eine... Zeug. Ja, ich probiere jetzt mal diesen Eisangriff hier, mal gucken. Mal sehen, wie das ausschaut. Sehr schön. So, dann hier seine Venom-Klaue. Physikalischer und Giftangriff. Tschüss. Und Surf hat gleich ein Level up. Surf leveled up. Ich habe 3 Statuspunkte, die ich verteilen kann. Oh, ich kann jetzt hier Statuspunkte verteilen. Das ist schön, dass man hier so ein bisschen, dass man hier selbst ein bisschen gucken kann, wie man seine Werte verteilt. Das ist jetzt wahrscheinlich Stärke hier. Das nehme ich mal an Vitalität oder sowas. Ja, würde ich auch sagen. Das ist Magie, das ist Geschicklichkeit und das ist Glück. Ja. Obwohl nur die ersten beiden Buchstaben, aber ich denke mal, so wird es sein. Denke ich auch mal. Wir gehen jetzt mal auf, keine Ahnung, jetzt hier mal auf Stärke auf jeden Fall, das ist immer wichtig. Leben kann man auch nie zu viel haben, finde ich. Ja, gut, und dann tun wir noch einen auf Agility. Jetzt haben wir auf jeden einen getan, egal. Ja. Ist ja, halt wie gesagt... So ein System birgt aber auch teilweise Risiken, finde ich. Dass man sich festgehen kann, ja. Ja. Okay, Surf's Body, Surf's Körper ist mit Energie überflutet. Er hat sogar HP wieder zurückbekommen beim Levelaufstieg, das ist schön. What's happening to us? Was passiert mit uns? Nein, ich... Ich kann sie nicht essen. Why do you hesitate? Circumstances are different now. Die Umstände sind andere jetzt. If you refuse to eat, you will perish like them. Wenn du sie nicht essen wirst, dann wirst du sterben, so wie sie. Okay, toll. Tolle Alternative. Surf und Teed haben die besiegten Gegner gefressen. Auch bin nett. Nach dem Kampf wird ihre HP langsam wieder ansteigen, weil sie ihre Feinde konsumiert haben. Das ist nett. Natürlich. Jetzt sehen wir so aus hier, oder was ist hier los? Okay, reden wir nochmal mit dir. Bitte sehr. Let us find Harley, Sir. Perhaps. He can explain the strange power. Ja, lass uns Harley... Sorry. Lass uns Harley finden, Surf. Vielleicht kann er uns irgendwas über die... Ja, über diese... Ja, über diese merkwürdige Kraft erklären, erzählen. I can remember it in a vague sense. Ich kann mich in vage daran erinnern. Sweet fluid dripping from a torn throat, splattering as I sink my teeth into rich flesh. Okay, süßer Saft, nee, Saft nicht, okay, egal. Kam von einer herausgerissenen Kehle und zersplitterte, als ich meine Zähne in sein Fleisch und so, naja, das lassen wir mal. Dies ist eine tolle Sensation, okay. Das Spiel soll wirklich hat 12 sein, da bin ich mir nicht sicher. Steht hier drauf. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Wo gehen wir jetzt lang? Nach oben? Ach, jetzt kommen Zufallskämpfe. Alles klar. Was sind das denn für Typen hier? Onmoraki-Dämon. Lustig.
Die sehen ja witzig aus. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Oh Mann. Die halten aber ganz schön was aus für Anfangsgegner, mein lieber Schwan. Ach du. Warte mal, wenn die mit Feuer angreifen, greif mal mit Eis an. Ja, auf jeden Fall. Eis. Und das geht wohl auf alle hier, oder was? Auf alle Partymitglieder. Wird wohl irgendwas mit sein, dass alle auf Eis auf Eisbasis angreifen, glaube ich. Null Ice Attacks Party. Ich versuch's mal. Okay. Ach, Anti-Eis-Schild, alles klar. Aha. Ja, also, jetzt sind wir gegen Eis immun, oder... Na, immun vielleicht nicht, aber... Okay, der eine ist schon mal weg. Ich glaube, das dürften wir jetzt... Eieiei. Aha. Oh, er hat sich... Komm, ja, okay, wir machen jetzt mal Eisangriff hier. Jawohl, das ist der Weakness, hast du genau richtig erkannt. Und der scheint vergiftet zu sein. Tja. Warte mal, Analyse. Ist es vielleicht, um Gegner zu analysieren? Ja. Genau. Kann man ja auch mal machen. Man hat ja nicht mehr allzu viel Zeit, glaube ich. Richtig, 18 von 30 hat er. Er ist stark in Feuer und schwach in Eis. Das wird, glaube ich... Das wird, glaube ich, noch sehr informativ sein, wenn man das Spiel weiterspielen sollte. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird man sich sehr dran halten müssen, an diese Analyse. Die wird wahrscheinlich nicht nur bei Bossgegnern, sondern auch bei den anderen interessant sein. Vermute ich mal. Ja, Heat hat seinen Status verbessert. Und sein Körper ist auch mit Energie überflutet. Er hat sogar noch was dazugekriegt. Magie, jawohl. Und bei Agila ebenfalls die Statuswerte. Und MP regeneriert. Ja. Wir sind auch schon fast voll mit unserer Zeit. Ich hab's mir gedacht. Man kann immer bei so einem Rollenspiel leider nicht so viel zeigen, wie man möchte. Ich denke, wir werden jetzt in der Zeit nicht mehr das schaffen bis dahin. Ja, ja, so ist das halt. Aber mein Eindruck von dem Spiel ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich finde das... Ich finde das eine interessante Story. Das kann sehr interessant werden, denke ich mal. Das denke ich mir auch. Also wie gesagt, ich habe ja nur mal gehört, dass es davon eine Online-Version geben soll. Aber von dem anderen Spiel, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich kann mich nur noch ganz vage dran erinnern, dass ich da mal sowas gehört habe. Ja. Weiß ich leider nichts drüber. Ich weiß, es gibt auch einen zweiten Teil bereits davon. Was heißt bereits? Schon ewig natürlich. Ist ja schon älter. Aber... Ich meine, Let's Playen würde ich sicherlich nicht, weil wegen dem Englischen. Aber privat werde ich das sicherlich mal vielleicht irgendwann machen hier. Ich möchte nicht so viele englische Sachen Let's Playen. Das ist mir zu anstrengend. Ja, kann ich verstehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, dann machen wir den noch fertig hier und dann... Ach, weggerannt. Okay. Hat Angst bekommen. Jetzt gibt es schon wieder ein Level-Up hier. Sehr schön. Das geht ja richtig gut los hier. 3 Statuspunkte. Jo, dann gehen wir mal in Stärke. 2-mal in Stärke, 1-mal in... Geschicklichkeit. Ja, schon wieder. Und hat schon wieder HP geheilt. Ja, wie gesagt, liebe Freunde, das war also ein Ersteindruck von
Digital Devil Saga, Shin Megami Tensei. Und ja, mir hat's gefallen. Ich finde, die Story macht einen interessanten Eindruck. Blaze, wie war's bei dir? Ja, also ich muss sagen, die, ja, jetzt wo, was man so ein bisschen mitgekriegt hat, dass sie sich jetzt auf einmal in solche Viecher verwandeln und ja. Leute essen müssen. Oder zumindest besiegte Gegner. Fand ich schon, also dafür, dass es ab 12 freigegeben ist, ein wenig zu brutal. Also die FSK, naja, gut. Aber ja, sonst, aber ich habe so den... Halt, ja, doch, guter Eindruck und ja. Ja. Ich habe aber so den Eindruck, dass du da doch, doch ein bisschen sensibel bist, was solche Sachen angeht. Naja, gut, also man muss ja nicht unbedingt ein Kind vorleben, wie man Kannibale spielt, oder? Nein, das ist richtig. Also ich denke auch, am 16 hätte es eigentlich schon sein dürfen. Bin ja. Ich mit dir einer Meinung. Aber ihr könnt ja auch eure Meinung sagen, wenn ihr das jetzt geguckt habt. Und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer jetzt gerade ist, wo ihr das guckt. Hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Egal, ob ihr das Spiel jetzt schon kanntet oder nicht. Und wenn ihr es gekannt habt, würden wir uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen was darunter kritzelt. Allerdings keine Spoiler natürlich. Jo. Das war's mal wieder mit Let's Test von mir und von Blaze. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Test, Let's Play, Let's Talk oder was auch immer. Ciao, ciao, macht's gut, bis dann, euer Dreambird. Und Blaze, deine Abschiedsworte, bitte. Ja. Also erstmal, ja, vielen, ich hoffe, es hat euch ja auch Spaß gemacht, das zu gucken und ich hoffe, die Übersetzungen waren nicht zu schlecht und zu innovativ. Ja, und dann vielleicht bis irgendwann mal wieder und man hört sich oder sieht sich.